Es ist gut ein Jahr her, da gab es in den Medien Meldungen aus New York, da hätte einer Multiresistenz, HIV, und das sei ein Methamphetaminkonsument gewesen, und er hätte mit Dutzenden von Leuten ungeschützten Sexualverkehr gehabt, und die New Yorker Behörden haben das veröffentlicht. Und wenn so etwas in den Medien erscheint, dann ist ja die normale Reaktion, wenn man in der Redaktion arbeitet, wie bei eRaveNet, aber eben auch bei anderen, dass man halt die Suchmaschine anschmeißt und guckt, wie oft kommt so etwas vor, wo gibt es da überall Meldungen. Und dann hat sich also gezeigt, dass in den USA in den letzten Jahren schon ein paar solche Fälle beschrieben worden sind, aber die haben nie so eine mediale Resonanz ausgelöst. Aber da dies in den Medien sehr deutlich erschienen ist und in Berlin an Ostern immer ein großes Schwulentreffen ist, das heißt Ledertreffen, weil da treffen sich vor allem Lederfetischisten, muss ich vorstellen, so 10.000 bis 20.000 Leute kommen da zusammen und feiern in ein paar Dutzend Locations. Die bekannteste ist so der Snacks Club, gehen so 2.500 Leute rein. Und da wird halt nicht nur getanzt und gefeiert, sondern eben auch kräftig gefickt mit allen Sonderspezialitäten über Manual-Analmassage, was man Faustficken nennt, und vieles andere mehr. Und da dachte ich, es ist angezeigt, eine Pressemitteilung zu machen und doch auf bestimmte Dinge hinzuweisen, denn bei ungeschütztem Sex und ja, bei bestimmten Techniken, was ist eigentlich geschützt, was ist nicht geschützt, sind doch gewisse Vorsichtsmaßnahmen angebracht. Und wir haben uns zusammengesetzt, eine Pressemitteilung gemacht, und es muss ja immer etwas drinstehen, worüber die Leute reden. Also es muss ja nicht nur eine Botschaft drin sein, das soll man und das soll man lieber nicht, sondern es muss etwas sein, wo die Leute noch nicht wissen, wo noch nicht so viel drüber geredet wurde und was interessant ist. Und zum einen, man kann sich nämlich nicht nur ein HIV oder eine Hepatitis C holen, sondern es gibt auch Krankheiten, die zwar nicht so oft vorkommen, aber die relativ unangenehm sind. Das sind Darmerkrankungen, das sind vor allem die Schigellen und die Chlamydien. Und man kann also beim Robert-Koch-Institut, das ist so ein Bundesinstitut, das dem Gesundheitsministerium untersteht und für ja, übertragbare Krankheiten zum Beispiel meldepflichtige zuständig ist, also zum Beispiel alle Fälle von Syphilis und ähnlichem mehr, werden da von den Ärzten gemeldet und die führen da Statistiken und geben jede Woche ein sogenanntes epidemiologisches Bulletin heraus, wo man so die Entwicklung nachschauen kann. Und beim Machen dieser Pressemitteilung ist mir aufgefallen, dass das Robert-Koch-Institut sich in verschiedenen Artikeln darüber beschwerte, dass die Magazinen der schwulen Szene relativ resistent gegen bestimmte Botschaften sind, dass sie also ungern darüber publizieren. Und das wurde dann rausgegeben, Safer Sniffing war der Titel, und da war also nicht nur zu lesen, dass man sich eine HIV und eine HEP holen kann, sondern sind wir also auf Details eingegangen von Faustficken und Reinigen, was man da so machen muss. Nicht nur, wie man die Fingernägel behandeln muss, sondern welche Reinlichkeitsmomente da notwendig sind. Und eben auch, weil das hängt damit zusammen, Safer Sniffing. Denn wenn man mit verschmutzten Händen, wo irgendwie noch ein bisschen Fäkalien dran sind, dann schnell eine Nase macht und die reinzieht, dann gibt es also praktisch fäkal-oral oder fäkal-nasal-Infektionen. Und wenn man viel schnupft, dann hat man auch in der Nase so nicht nur kleine Wunden, sondern Furunkel oder gar Karfunkel. Und dann wird kräftig Nase geputzt oder in der Nase gebohrt. Das heißt auch schon allein das Nasebohren beim Hardcore-Sex kann schon ja, Krankheiten übertragen. Und das sind natürlich Themen,
Darüber reden die Leute. Ey, hast du schon gewusst, dies oder jenes? Müssen wir aufpassen. Darf ich da nochmal geht's? Ja. Also ich glaube, dass auch der Konsum von Poppers da noch förderlich kommt. Weil doch Poppers doch ganz schön durch die Nasenschleim heute beschädigt werden. Und wenn man dann noch irgendwas in die Nase reinbringt, dass das Infektionsrisiko noch erhöht wird. Sein kann. Ja, ja, das steht auch drin mit den Poppers. Weil also Isobutylnitrit ist ein beliebtes Mittel, steigert den peripheren Kreislauf und macht die Erlebnisintensität bestimmter sexueller Handlungen noch etwas gigantischer. Wie der Zufall es so wollte, genau einen Tag nachdem diese Pressemeldung rausgekommen war, hat das Robert-Koch-Institut ein neues Content-Management gehabt und alle URLs waren nicht mehr gültig. Da habe ich mich natürlich sofort beschwert. Und es ist lustig, am gleichen Tag, völlig unabhängig, hat Maincheck sich auch mit der Materie befasst. Also ich habe den Maincheck zugeschickt, dass wir etwas über Schigellen und Chlamydien und Maincheck, von denen habe ich am gleichen Tag eine E-Mail gekriegt. Sie hätten was auf ihrer Homepage gesetzt. Und wir hatten beide aufs Robert-Koch-Institut Links gesetzt und haben uns auch da also sofort beschwert, gemeint, ob sie da nicht die Links wieder reaktivieren können. Da meinten sie, nein, das ging aus technischen Gründen nicht, aber sie hätten sich überlegt, weil sie kennen das Problem, sie würden zwei Wochen später, also noch lange bevor diese Veranstaltung sei, ein neues Bulletin rausgeben mit aktualisierten Daten. Und das geschah dann auch so, da haben wir gleich nochmal eine Pressemeldung gemacht. Sex, Partys und Infektionskrankheiten und Maincheck hat eine analoge Meldung gemacht und auf die Hinweise mit dem Robert-Koch-Institut und die haben das Bild herausgegeben. Dann ging die Vernetzungsarbeit los, denn man muss zielgerichtet ja die Leute erreichen, die betroffen sind, respektive die das Ambiente dafür schaffen. Das heißt, alle Clubs anschreiben. Und das heißt, die Clubs haben innerhalb weniger Tage eine E-Mail gekriegt vom Robert-Koch-Institut über bessere Verhaltensmaßnahmen bei solchen Partys mit sehr vernünftigen Hinweisen, dass man nicht am Sling einen großen Kilotopf oder 5-Kilo-Topf mit Schmiere hinhängt, sondern dass da möglichst jemand sein sollte, der für jedes Pärchen oder für jede Gruppe kleine Portionen austeilt, dass Desinfektionsmaterial da sein soll, dass genügend Reinigungsmittel da sein müssen und ähnliches mehr. Ebenso von Maincheck und ebenso von Eventgrave. Auf der anderen Seite haben wir sämtliche Leute, die an diesem Contest mitmachen. Dazu muss man sagen, da wird also der schönste Lederkerl Deutschlands gewählt, der dann delegiert wird an einen Weltcontest. Das ist dann irgendwo auf der Welt. Das ist also so wie die Miss Germany-Wahl, gibt es auch den schönsten Lederkerl. Die haben wir auch alle angeschrieben, persönliche E-Mails. Das heißt, die haben auch mehrfache E-Mails gekriegt und die Resonanz war erstaunlich positiv. Also mehr als die Hälfte hat reagiert und wollte mehr Infos haben und die haben das also zum Teil auch auf der Bühne im Rahmen ihrer Präsentation haben die Hinweise gegeben auf Safer Sniffing, auf Safer Sex. Und zwar immer nur einfach ganz pointiert auf ganz bestimmte Dinge. Und natürlich in den ganzen gängigen Foren, das größte hat Timo auch schon darauf hingewiesen, Gay Romeo, das ist so, ja, kann man sagen, das schwule Meldeamt in Deutschland. Da sind also zigtausende von Leuten schön katalogisiert nach Liebhaben oder Vorlieben und da gibt es riesige Chats und jede Menge virtuelle Clubs und Bezugs auch wieder zu reellen Clubs, wo man sich treffen kann. Und da hat sich gezeigt, wenn man sich vernetzt durch alle Ebenen, also praktisch von regierungsamtlicher Stelle, Robert-Koch-Institut,
über rein schwules Projekt, Mancheck, das ist ein Projekt, das macht vom Coming Out bis ins Rentenalter Gesundheitsinformation und Gesundheitsdienstleistungen für Schwule und eben ein Drogen- und Partyprojekt wie Event Rave gemeinsam strategisch abgestimmt vorgehen, dann kann man etwas erreichen. Denn es hat sich gezeigt, dass im letzten Jahr, und das war in den Vorjahren nicht so, dass nach diesem Treffen man in den Bulletins vom Robert-Koch-Institut keine plötzliche Anstiege in den Kurven sehen konnte. Das heißt, der zusätzliche Personaleinsatz in verschiedenen Clubs, die also wo da in den Darkroom kann man das nicht nennen, das ist schon beleuchtet, aber man nennt das Darkrooms, die sind sehr groß, man kann sich vorstellen, hat so 10 Slinks nebeneinander und da wird also kräftig zur Hand gelangt, aber es hat einen Erfolg gehabt. Slinks, das sind so Hängematten, meistens aus Leder, wo man sehr bequem mit Stahlketten aufhängt. Wie man so einen Gynäkologenstuhl einklemmen kann. Ja, dass man wirklich entspannt liegen kann. Ja, einige finden das und so. Und sich nicht mehr wo es wehren muss. Naja. Es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass wenn man alle Ebenen, das heißt vom Clubbetreiber über die entsprechenden Foren und die entsprechenden Chats bis hin zum persönlichen Anschreiben koordiniert mit interessanten Informationen, mit Informationen, die Sie eben noch nicht kennen, nicht so Details, zum Beispiel über die Nase, das Riechorgan. Das Riechorgan hat eine besondere Eigenschaft, es regeneriert sich relativ schnell. Und wenn man viel schnupft, dann gehen die Riechzellen kaputt. Aber wenn die Riechzellen kaputt gehen, dann riecht man nicht mehr so gut. Und wenn man nicht mehr so gut riecht, dann riechen das vor allem die anderen, weil dann läuft man Gefahr, selbst stark zu riechen. Und den Hinweis, wenn man von jemandem weiß, er schnupft viel und intensiv und dem sein Körpergeruch ändert sich oder bei dem in seiner Wohnung ist ein sehr spezieller, harter, bissiger Geruch, dass wenn man jemand darauf aufmerksam macht, dass es nicht unbedingt eine Beleidigung ist, sondern eine Dienstleistung zur Gesundheitserhaltung. Denn wenn nur die Zellen selbst, also die Riechzellen geschädigt sind und man macht eine Pause, dann ist nach 10 Tagen im Allgemeinen das Riechorgan weitgehend regeneriert. Aber wenn man die Grundlage, also praktisch den Boden, auf dem die Riechzellen wachsen, wenn die auch schon zerstört sind, dann ist es ein dauerhafter Schaden, also ein irreversibler Schaden. Und das sind so kleine Details, wenn man die nett formuliert, dann wird das Gespräch. Und das ist immer wichtig bei solchen Botschaften. Es muss Gespräch werden. Man muss also nebst den reinen, sagen wir, präventiven Botschaften, um einen Schaden einzugrenzen, immer auch kleine, nette Geschichten mit einbauen, wo die Leute drüber reden können, wo sie sich was zu erzählen haben, wo etwas Neues ist. Ein anderes Beispiel, das war letztes Jahr die Street Parade in Zürich. Die Street Parade fand 3 Wochen nach der Lake Parade in Genf statt. Und an der Lake Parade gab es also Großeinsatz für die Ärzte, denn sie mussten innerhalb von 2 Stunden ungefähr über 80 Leute plötzlich intensiv medizinisch betreuen, weil einfach jede Menge Leute GHB und Alkohol konsumiert hatten und das heißt für die Ärzte viel Arbeit. Im Allgemeinen kann man vom Glück reden, überleben das die Leute und einen Tag später sind sie meistens auch wieder völlig wohlauf und haben keinen bleibenden Schaden. Aber in dem Moment, wo beide Substanzen wirken, ist eine Intensivbetreuung notwendig. Und weil die Lake Parade ist immerhin 3-mal kleiner als die Street Parade, da hatten die
die Behörden in Zürich und auch die Bundesbehörden in Bern eine gewisse Angst, um nicht zu sagen Panik, was passiert, wenn man das durchverrät, noch wesentlich mehr Leute GHB und Alkohol konsumieren. Und da galt es, strategisch vorzugehen, weil das ist einfach, wenn das 200-300 Leute sind auf einmal, das ist personell auch für eine Stadt wie Zürich kaum noch zu schaffen. Und dann haben eigentlich alle Dienststellen, die damit zu tun haben, das ist also auf Bundesebene in der Schweiz, das Bundesamt für Gesundheit, das ist sowas wie das Gesundheitsministerium, und dann gibt es die Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme, das ist so etwas wie die BZGA, und dann gibt es die Schweizerische Fachstelle für Schadenminderung, und da gibt es eigentlich kein Pendant, das ist so eine Art Präventionskoordinationsstelle. Und dann auf kantonaler Ebene war Streetwork Zürich und Safer Party und die Zürcher Gesundheitsbehörden und Event Rail Schweiz ist auch immer präsent an der Street Parade. Und da galt es, eine Strategie zu entwickeln, wie hält man die Leute davon ab, gleichzeitig Alkohol und GHB zu konsumieren. Und es gab viele Telefonate und viele Besprechungen vorher, und man einigte sich, keine Negativbotschaft über Drogenkonsum. Das heißt, weder im Fernsehen, noch im Radio, noch in den Massenmedien, also in den Zeitungen, waren Botschaften, oh, das ist gefährlich und du sollst nicht und davon wird man blöd und ähnliches mehr, sondern es waren nur fachspezifische Informationen zu lesen. Es gab also zwei Pillenwarnungen, da waren gerade so diese Smarties, diese Regenbogen mit den bunten Punkten, die kleinen Pillen mit MCPP drin. Und die Botschaft, wer GHB nimmt, darf vorher kein Alkohol nehmen, weil sonst läuft man das Risiko, intensiv medizinisch betreut zu werden. Und wer Alkohol trinken will, wer gerne also seinen Champagner trinken will, dann das mitbringt und GHB nehmen will, der soll erst das GHB nehmen und dann eine halbe Stunde warten, bis also nach der Wirkung von GHB. Und dann kann man auch sorglos Champagner trinken. In der Reihenfolge ist das nicht schädlich. Und das wurde wirklich massivst über alle Medien von solche Botschaften verbreitet. Und das funktioniert. An der Street Parade musste von den etwa 80 Leuten, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten, kein einziger intensivmedizinisch behandelt werden. Im Krankenhaus müssen die Leute immer Bienenstich mit Allergie, verstauchter Fuß oder es gibt immer irgendwelche Verletzungen, Schnittwunden, Schürfwunden und ähnliches mehr. Aber dies zeigt, wenn die Botschaften real an den realen Gegebenheiten von den Konsumenten orientiert werden, dann werden die auch ernst genommen. Dann reden die Leute drüber und machen sich gegenseitig darauf aufmerksam. Und das war wirklich also auch für, sagen wir, Beamte in Bern wirklich erstaunlich, wie sie festgestellt haben, dass also die Nachhaltigkeit, wie vor allem also Safer Party in Zürich und Eve and Rave gesagt hat, nur so und so und so und nicht anders. Und das sind unsere Erfahrungen. Und da sie alle ein bisschen Panik hatten, dachten, die kennen sich aus, machen wir mal, was die sagen. Und nachher eingesehen haben, das passt. Das sind einfach zwei Beispiele. Wenn es gelingt, von regierungsamtlichen Stellen bis hin zu Einzelpersonen, bis hin zu Foren, eine klare, stringente Botschaft rüberzubringen, dann kann man im Nachhinein den Nachweis erbringen, anhand von epidemiologischen Bulletins oder anhand von Daten von Krankenhäusern oder von der Sanität,
dass solche Botschaften greifen. Also, wenn Gefahr besteht, Gefahr sich abzeichnet, die oft durch die Medien bedingt ist, und also ich sehe in diesem Sommer durch die Medien bedingt eine GHB-Gefahr, weil die Fernsehsender sind das alle paar Tage kurz zur Zeit irgendwie GHB und Vergewaltigungsdroge und ähnliches mehr. Dadurch wird natürlich GHB sehr populär. Und gerade in Berlin, wo jetzt also die Love Parade diesen Sommer unter einem Anti-Drogen-Thema steht, nicht? Also Love Parade gegen Drogen, kaum eine Veranstaltung zieht die Drogenkonsumenten und die Lust, extra viel Drogen zu nehmen, wie eben Anti-Drogen-Veranstaltung. Man muss sich nur an den Move in Hamburg, wo mit Steuergeldern irgendwie am Lastwagen stand, Musik statt Drogen, oben drüber eine Flasche Gorbatschow, damit die Leute tanzen, und hinten am Wagen eine Heineken-Werbung. Und es war, glaube ich, auch die Veranstaltung, wo die Hamburger Sanität mit am meisten Einsätze fahren musste. Und hier gerade mit GHB und mit Alkohol sehr differenziert, breit, fächrig aufklären. Wer GHB nimmt, muss nicht auf Alkohol verzichten. Es ist nur eine Frage der Reihenfolge. Zusätzlich muss man natürlich sagen, wer GBL nimmt, muss weniger nehmen. GBL muss die Dosis niedriger sein für den gleichen Effekt, sonst hat man nichts davon und pennt weg. Das heißt, fachliche Detailinfos und die gezielt. Die Sozialpädagogen sagen immer zielgruppenspezifisch in verschiedenen Foren, in verschiedenen Wikis platzieren, und das heißt auch betreuen, weil das sind ja alles interaktive Medien. Nicht eine klassische Homepage, da gibt man eine Info rein, die Leute klicken sie an und lesen sie, aber in einem Wiki oder in einem Forum, da gibt es Kommentare. Das heißt, da kann man nicht einfach eine Botschaft abgeben, sondern die müssen betreut werden. Ein gutes Forum zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass da ein paar gute Infos drin sind, sondern gute Foren zeichnen sich dadurch aus, dass die Moderatoren immer wieder Zusatzinfos geben, praktisch beratend und betreuend das redaktionell etwas moderieren. Und wir sind es ja gewohnt, also viele Projekte von Sonix haben ja irgendwelche Broschüren und Infos gemacht. Ja, von wem haben wir die Infos? Von der Zielgruppe. Das heißt, von den Drogenkonsumierenden, uns eingeschlossen, zur großen Mehrheit, denke ich. Aber diese ganzen Infos hätten wir nie so zusammengekriegt, ohne nicht ständig immer wieder mit Konsumierenden der unterschiedlichsten Substanzen in Wechselwirkung zu sein. Denn wo ist die Grenze für ein allgemeines gutes Erlebnis? Wo fängt es an, Unannehmlichkeiten zu geben, wenn man bestimmte Substanzen konsumiert? Das erfährt man ja nur von den Konsumierenden. Und zwar nicht von Konsumierenden in Laborbedingungen in einem Krankenhaus, sondern eben von Konsumierenden im Partykontext oder im privaten Kontext oder im erotischen Kontext oder wie auch immer. Das heißt, der Gedanke der Wechselbeziehung und des Informationsflusses ist ja für uns eigentlich sowieso schon eine Selbstverständlichkeit. Und ja, in den Wikis ist das praktisch technische Abbildung oder die neue Art, dass man es eben nicht nur drucken kann, sondern eben auch interaktiv direkt gestalten kann. Und da sehe ich eigentlich ja, viel Arbeit und viel Nutzen. Ja, das war es im Wesentlichen. Wenn ihr irgendwelche Fragen seht. Dann ist es.